Das sind die wichtigsten Termine rund um deine Finanzen für dich zu merken. Hallo zusammen, da ist der Christian von easyinsure.ch. Schön, bist du auch heute wieder mit dabei. Heute geht es um Termine rund um deine Finanzen und Versicherungen, die du dir merken musst, damit du deine Versicherungen und Finanzen auch im Griff hast. Und zwar gehe ich da ein bisschen durch und erkläre dir, warum gewisse Deadlines wichtig sind. Fangen wir beim ersten Punkt mal an, und zwar bei den Steuern. Grundsätzlich ist es ja so, du bekommst meistens in der Regel so Januar, Februar die Steuererklärung, besser gesagt, nach Hause geliefert, hast dann Zeit bis 31. März, die Steuererklärung entsprechend auszufüllen und die Dokumente, die dazu benötigt sind, zusammenzusuchen, das zu deklarieren oder Steueramt zu schicken. Wichtiger Punkt, vielleicht auch da mein Tipp, wir machen Steuererklärungen auch. Falls du da also Interesse hast, dann einfach bei uns melden. Lass es vielleicht wirklich mal von einem Profi durchprüfen, ob du wirklich alles dann auch deklarierst, was es zu deklarieren gibt, und du entsprechend deine Steuererklärung optimieren kannst. Punkt Nummer 2 ist die Hypothek. Hast du nach Hypothek, Haus beispielsweise, dann lohnt es sich da immer grundsätzlich die Strategie, Zinssatz und Laufzeit entsprechend zu überprüfen. Da gibt es jetzt keine spezifische Deadline. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein laufender Prozess, dass man da einfach ein bisschen auch beobachtet, wie sich der Markt bezüglich der Hypotheken, Hypothekarzins bewegt. Punkt Nummer 3 ist das Thema Wertschriften, also Aktien, Obligationen, Fonds etc. Unser Tipp hier ist grundsätzlich, die Anlagestrategie sollte man vielleicht einmal im Jahr, am besten gerade Anfangsjahr, ein bisschen anpassen. Schauen, was ging das vorhergehende Jahr, wie will ich vorgehen im aktuellen Jahr, was muss ich für Anpassungen vornehmen. Punkt Nummer 3, Versicherungen, unser Kernthema. Grundsätzlich hier geht es um Themen wie Auto, Hausrat, Gebäudeversicherung, dass man die Prämien mal grundsätzlich vergleicht, entsprechend auch wechselprüft. Das machen wir dir sehr gerne, dass man einfach mal einen Marktvergleich macht. Hey, wie stehe ich mit meiner Versicherung zu anderen Versicherungen bezüglich Prämien und Leistungen? Hier ist es eigentlich wichtig, dass man entweder schaut, wie lange das die Laufzeit ist, der Vertrag kündbar, in der Regel 3 Monate auf Ablauf, oder die vom 1.1. bis 31.12. laufen, muss man kündigen bis spätestens 31.12. respektive 3 Monate voraus. Das wäre per 30. September des jeweiligen Jahres. Dann die Krankenkasse. Hier 2 Punkte. Zusatzversicherung mal prüfen. Stimmen die Deckungen noch mit deinen Bewegungen und deinem Leben eigentlich überein? Wenn nein oder wenn ja, grundsätzlich Kündigungsfrist ist meistens 3 Monate im Voraus. Auf 31.12., sprich per 30.09. müssen diese gekündigt sein. Ein wichtiger Punkt ist aber, wenn du wechselst die Zusatzversicherung, zuerst schauen, dass du bei der neuen Krankenkasse angenommen bist, bevor du es dann die alte kündest. Und Grundversicherung in der Regel Kündigungsfrist auch per Ende Jahr, 31.12., aber hier per 30. November. Weil du in der Regel immer eine Prämienerhöhung hast, kann man die dann bis 30.11. kündigen und dann wechseln zu einer anderen im neuen Jahr. Säule 3a ist der nächste Punkt. Hier kann man schauen, dass man den Maximalbetrag vielleicht noch einzahlen kann. Das sollte in der Regel eigentlich vonstatten gehen bis Mitte Dezember. Warum? Weil es zwischen Weihnachten und Neujahr immer gewisse Bankfeiertage gibt und dann vielleicht gewisse Einzahlungen nicht verarbeitet werden, sollte das eigentlich vor Mitte Dezember erledigt sein, damit du das dann auch entsprechend von den Steuern abziehen kannst. Und der letzte Punkt, Thema Pensionskasse. Willst du Pensionskasseneinkäufe machen? Freiwillige Einkäufe sollten auch bis ca. Mitte Dezember entsprechend geregelt sein. Auch da wieder dasselbe wie bei Säule 3a. Pensionskassen haben gewisse Verarbeitungszeiten, bis dann das gut geschrieben ist, bis es dann auf deinen Pensionskassen wirklich auch ankommt. Auch da wieder wichtig, das so früh zu machen, damit es entsprechend auf deiner Steuerrechnung für das entsprechende Jahr abgezogen werden kann. So, nun hoffe ich, dass dir diese Kennzahlen helfen. Wir blenden dir das auch noch ein, nochmals, dann hast du alle diese
wichtigen Daten in der Übersicht. Hast du hierzu noch Fragen, stehen wir dir gerne zur Verfügung. Magst du dieses Video, dann bitte teilen, liken, feedbacken, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, sei ich in Schon.ch. Bis zum nächsten Mal, dein Versicherungsguide Christian.